Deutsche. Boah, das wird so peinlich. Oder es wird. Was? Quietsche Entchen. Ey, fängt man mit KW schon oder mit Q? Wirklich danach gerne wissen, wer auf diese Ding hat. Was geht ab? Mein Name ist Joey Malik. Wir sind heute hier wieder beim Format Er ist kluger Junge, Orte Würstig, Nadim Amiri. Was geht ab? Wie geht's? Alles gut? Alles super. Ey, es steht 5-5. Habt ihr letzte Folge geguckt? Guckt letzte Folge. Es steht gerade 5-5 unentschieden. Ja, was soll ich machen? Er ist halt stabil unterwegs. Aber wir machen jetzt hier zweite Runde. Mann, zweite Runde. Es geht wieder gleich los. Wenn ich verliere, Papa, tut mir leid. Wie viele Treffer hat Marokko bei der WM 2022 in Katar inklusive Elfmeterschießen erzielt? Inklusive Elfmeterschießen. Also. Marokko war zweimal im Elfmeterschießen, ne? Mhm. Ja. Ah, fuck, ich hab mein Spiel vergessen. Ich hab sogar Spiele aufgeschrieben, oder? Und Platz 3 hast vergessen? Ja, yeah, ja. Yeah. Weißt du auch jedes ich Spiel? Weiß, oder ich jedes war Ellerstraße, Düsseldorf. Ah, so auf eine. Auf diese. Ey, nicht gucken. Ja, weiß nicht. Warum ich bin richtig? Hast du geguckt aber? Nee. Du hast nicht geguckt. Ja. Was? Natürlich. Achso, ich dachte schon. Also, hier das ist. 10 ist deine Antwort. Jetzt irgendwie habe ich Angst, dass das. Ja, das ist 10. Ja. 11 ist Nadims Antwort. Und damit ist Joey näher dran. Denn es waren 9 Tore. Ah, ich habe sogar 9 aufgeschrieben. Kategorie Manga und Anime. Aus welchem Manga oder Anime kennt man den Charakter Lorenoa Zorro? 2-0. Guckst du Anime? Nee. Wie war der da? Lorenoa Zorro. Guck mal, Nadim, ne? Ich kipp jetzt einfach eben. Guck mal, ich will nichts sagen, aber wenn du kein Anime guckst, wenn du das nicht guckst, du hast was im Leben, du hast Lücke im Lebenslauf. Einfach Lücke im Lebenslauf. Bist du bereit? Beide richtig. Ah. Lücke. Meine Lücke habe ich gerade aufgefüllt. Guckst du mal, please? Ja, ich habe früher geguckt. Oder weißt du, ich bin jeden Sonntag, ich habe Folge verpasst gestern. Kategorie Buchstabieren. Buchstabiere das Wort Quietsche-Entchen. Quietsche. Boah, das wird so peinlich. Oder das wird. Was? Quietsche Entchen. Ey, fängt man mit KW schon oder mit Q? Wirklich danach gerne wissen, wer auf diese Ding hat. Aber fängt das mit KW an oder mit Q? Jetzt ehrlich, KW. Ja, sollen wir einfach nicht zusammen die Antwort machen? Oha, ich dachte voll sarkastisch. Ich dachte, du meinst ernst. Ich wollte gerade echt machen mit dir. Quietsche Entchen. Warte. Bist du gemein, ne? Mann. Ich hab 100% verloren, ich will doch verloren. Nein, ich zeig doch hier, ich will das sehen. Was? Oh. Warte. Zeig doch mal, was du geschrieben hast. Und zeig. Ich glaub, deins ist sogar richtig. Nein, oder? Quietschens. Was hast du mit zeig mal nochmal? Quietschens, weißt du, das hört sich an wie ein Fußballer, Bruder. Quietschentchen dabei! So aus Dänemark oder so, ne? Ja, ja, Quietschentchen dabei, der macht Vorlage! Wer hat gewonnen? Ihr bekommt beide keinen Punkt. Ihr seid aber auch beide nicht weit von der richtigen Schreibweise entfernt. Wenn zum Beispiel Joey ein S hinter dem ersten T gehabt hätte, wäre es korrekt gewesen. Ah, so wie ich. Bei dir fehlt das E hinter dem I. Deswegen. Guck mal, hier. Siehst du, bei mir fehlt das, also hier, Bruder, das also hat du, dir gefehlt, ne? Und hier hat S mir gefehlt. Du. Was? Du hast sogar auseinandergeschrieben. Sogar ja, minus, aber da extra, damit man das sieht. Sogar Minuspunkt. Oder ich habe hier einfach komplett groß geschrieben. Hier, guck mal, kleiner, hier groß. Macht man nicht, wer mehrere Buchstaben richtig hatte? Das war doch die, ne? Kategorie Schätzfrage. Wie viele Zimmer gibt es im Weißen Haus? Sag mir nicht wirklich, du weißt sowas. Boah, keine Ahnung, ich habe 3 Zimmerwohnungen, mehr nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es zu wenig war für Donald Trump, weil er ist ja nicht da eingezogen. Oder wollte nicht einziehen? Oder ist nicht eingezogen? Wie viele Zimmer hast du? Ohne Kommentar. Kennst du ein Zimmer vom
Weißen Haus? Ich kenne nur ein Zimmer. Ich kenne eins, weil das in jedem Film gefühlt, dieses Oval Office. Um sowas geht, genau. Ja, Oval Office, so. Du weißt eh, du machst... Kannst du auch mit Komma machen, weil es gibt ja auch immer diese Garderobe, das ist ja immer so ein halbes Zimmer dann. Kannst du bitte jetzt aufschreiben, weil du machst mich nervös. Wenn der jetzt mit Komma noch richtig liegt, gell? Joey ist näher dran. Es sind 132 was? Zimmer. Was ist das für ein Haus? Das ist doch kein Haus. Was hast du denn? 20. Bruder. Dein Ernst? Was ist für ein Haus, Alter? 20. Ja, nehm ich damit befasst. 20. Wie viele Leute leben da drin, Bruder? Das ist ja gar nicht die ganze Stadt. Das ist ja ganz Hoffenheim. Kategorie richtig oder falsch. Seit die englische Fußballliga 1992 zur Premier League wurde, wurde sie noch nie von einem englischen Trainer gewonnen. Ah, wohin? Wohin? Aber du weißt, dass er kein Engländer war, ne? Yeah, ich weiß auch, an wen du gerade denkst. Ja, yeah. Weil zwischen Schotte und Engländer ist was anderes. Auseinandergenommen. Weil ich weiß ganz genau, wen du denkst, wo wir alle dran denken. Also ist das denn nicht? Bruder, Allah bin ich schnell. Allah ist kein Engländer. Ich weiß aber, wen du meinst. Also ich mach einfach so, weil ich wollte jetzt auf... Joey liegt richtig. Also wir haben an Sir Alex Ferguson gedacht. Sir Alex Ferguson? Der ist Schotte. Schotte, aber es gibt einen englischen Trainer, der Premier League gewonnen hat. Noch keinen. Oh mein Gott, Bruder, ich hab dir gerade... Ich hab gerade die Frage voll falsch. Ich hab genau andersrum gedacht. Ich dachte so, Alex Ferguson ist Engländer. Und ich dachte, ja, ja, ist richtig. Ah, du hast also krass. Ich hab komplett falsch rum gemacht. Aber an wen hast du denn gedacht? Also hast du gedacht, dass einer... Ich hab dir doch gerade gesagt, so Alex Ferguson ist kein Engländer. Ja, aber es geht ja darum, dass ein Engländer... Ja, ich dachte so Roy Hodgins oder so, Bruder. Da sind so viele Engländer da. Mann, Alter. Peinlich. Kategorie Sprichwörter vervollständigen. Oh. Hey. Wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt in der letzten Folge. Guckt einfach letzte Folge diese Sprichwörter. Auf jeden Fall nicht so gut. Da hat er seinen da unverdient einen halben Punkt bekommen. Ja, klar. Vervollständige dieses Sprichwort. Eine Schwalbe... Neymar. Okay, also, sollen wir nächstes? Also ich bin für nächste Frage. Eine Schwalbe, was? Letzte Folge war ein Spatz, dann ein Taube, ein Schwalbe, bald Adler, was noch? Kommt irgendwann Krokodil, sag mir. Ich muss wissen, was ist mit den Deutschen los? Was ist los mit euch? Eure Sprichwörter. Kennst du so, früher Vogel fängt den Wurm. Ich denke mir, was für ein Wurm? Ich will keinen Wurm, ich will Döner, so. Ja, schreib mir einfach was. Haben wir, ja, okay. Fang du an? Nein, du fängst an. Nein, du. Nein, du fängst nein, an. Nein, du. Nein, du. Du. Ehrlich, du. Du? Schick, schnuck. Okay. Auf bis eins, schnell. Fein. Okay. Eine Schwalbe lügt 100%. Eine Schwalbe ist kein Faul. Warte, ich hab jetzt nicht verstanden. Nadims Antwort ist gar nicht so schlecht und wird vielleicht bald wirklich zu einem Sprichwort. Die richtige Antwort ist aber... Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Guck mal, verstehst du diese deutschen Sprichwörter? Ich verstehe die nicht. Ich glaube, ich bin näher dran. Du kriegst keinen halben Punkt. Aber was wollen die uns damit sagen? Eine Schwalbe chillt im Sommer? Was? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja, in Deutschland gibt es ja auch keinen Sommer, deswegen. Kategorie Aufzählung. Welche Länder grenzen an Deutschland? Belgien. Ich denke an meine Konfidenz, gemerkt, direkt so. Holland. Holland ist kein, eigentlich muss Niederlande sagen. Also eigentlich disqualifiziert. Also Niederlande. Okay. Dänemark. Was war dein erstes? Ah, Belgien. Belgien. Frankreich. Luxemburg. Liechtenstein. Das war leider falsch. Oh. Liechtenstein ist doch Luxemburg, oder? Scheiße, ich wollte Italien. Nee, Italien auch nicht. Italien auch nicht. Österreich, Schweiz. Nee, warte mal, Italien ist doch, oder? Nein, Italien ist kein. Guck mal, Dänemark, Holland, also Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich. Aber ist Südtirol nicht. Das ist Österreich. Ist noch nicht Südtirol Italien? Nein. Doch, auch. Doch. Aber das ist ja Tirol. Egal, keine Ahnung. Und dann Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen. Hut ab. Danke. Respekt. Also, bitte. Ihr habt jetzt gesehen, es steht, ich glaube, habe ich richtig gerechnet? 5-1? Oder? 5-1? Kennst du das?
Bei FIFA, wenn du 5-1 gewinnst? Lange nicht mehr so hoch verloren. Ja, ne? 5-1, deswegen. Also, es steht 5-1, Mann. Guck mal so. So Leute, wie ihr seht, es steht jetzt gerade in dieser Folge 5-1 für mich. Das heißt, ich habe gewonnen. Und ich muss nochmal sagen, ich habe gewonnen. Guckt euch schon mal die letzte Folge an und schaltet demnächst ein bei der nächsten Folge. Dann gucken wir, weil in Summe steht es gerade 10-6 für mich. Und hör auf mich das anzugucken. Wir schauen, was in der nächsten Folge passiert. Mein Name ist Joey Malik und wir sind hier bei Er ist kluger Junge, Orteil vs. Nadim Amiri. Wir sehen uns dann. Bis danach. Glänzt Nadim? Da hat der Glenn noch normal glänzt. Da hast du mal gesehen, Goldjunge. Für euer Gefühl, das war der beste Take. Gut, dass wir den nochmal gemacht haben. Guck mal, du bist böse am Lügen.